Ja, Frau Wurmloch. Ja. Ihnen auch schöne Weihnachten. Ja, ich halte den Termin fest. Hallo, ich halte ihn fest. Ja, schönes Woch. Schön dann. Hallo, Tina. Oh, was ist das denn? Ausgestopft? Boah, was soll das dann? Guck mal, das Blümchen. Ist doch nicht. Ja, hab ich lass mit mich doch mal. Herrlich, herrlich, lila. Wo hast du das wieder angepinselt? Ich dachte, schön. Das sieht genauso hässlich aus wie der Rest hier. Und dann ach, danke schön. Also aber das passt sehr, ja wohl zum. Glaube ich ja nicht. Nee, und der ist noch schief. Kann ich den jetzt mal wegstellen? Das bist du jetzt so hektisch. Glitzert. Moment, ich stelle den mal hier mal irgendwo. Ich stelle mal hier oben. Ja, nee, schön. Dann wirkt er auch größer. Mein Gott, lass mir mal kurz das Türchen öffnen. Ich komme ja zu gar nichts mehr heute. Ja, was ist das denn wohl? Ein Hund? Überleg mal, ganz scharf. Hallo. Ach, guck mal, herrlich. Wie heißt das denn? Ach, herrlich, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Moment. So. Ja, das ist Spike. Herrlich, oder? Der da? Das weiß ich nicht, wie das heißt, aber das ist Spike. Aha. Ja, das ist mein Weihnachtsgeschenk, Tina. Mein Weihnachtsgeschenk an Frau Surbier. Ach, was? Ja. Nur guck, hallo Spike. Hallo. Ach, na? Der hört ja auf seinen Namen. Nur guck, wie du Weihnachten. Der könnte mir jetzt selber auch noch gut gefallen. Ja? Ja, die auch, ne? Könnt ihr auch. Ja, nehme ich auch. Ja, aber, nicht. Ob Spike das so passt zu der Frisur, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber gut, ja, warum soll nicht? Der nicht passen? Dann nennt ihr das ist Spike. Halt nun mal der Name. Wir waren da in dem wie heißt das, Tierheim. Ja. Haben gesagt, haben Sie nicht was Passendes Kleines? Ich habe die Frau mal beschrieben. Kann ja nichts Großes sein, der Hund zieht die Frau doch weg. Da habe ich gesagt, das ist er, Spike, sagt sie. Da habe ich gesagt, ja, Spike ist ja, gut. Und der ist auch ein bisschen größer als der Winfried. Kann, ne? Ja, das fällt ja auch nicht schwer. Winfried war ja nur ein rollendes Knäuel, so ein kleines Bällchen. Der wehrt sich, ja. Auch für die Audi. Hör mal, du musst das dritte Lichtchen anmachen. Ach, herrlich, da habe ich ganz vergessen. Ja, ich komme ja gerade vom. Ich habe aber jetzt kein Feuer, das muss ich später machen. Guck mal, da machen ich bin wir das so im Stress. Wer macht warum das nicht? Das ist im doch Stress? Gefährlich. Nee, da kann ich gar nicht hingucken. Stell dir vor, da brennt das ganze Lametta. Ich ziehe da mal ein bisschen früher weg. War mehr Lametta. So, ja, sehr schön. Ja, herrlich. Nee, also ich finde, ich hoffe, dass Frau Surbier kommt heute Nachmittag. Ja. Und dann werde ich Ihnen einfach mal zack übergeben. Jetzt nicht schon? Mich übergeben, ich werde das übergeben. Ja. Vor Weihnachten schon. Ja, also, Stefan, ich kriege einen Schlaganfall vor Weihnachten oder auf Weihnachten. Das geht um ja. Um Gottes Willen. Was ist, wenn dir denn nicht gefällt? Ja, was muss ist, ich wenn denn du das kriegst? Dann musst du den Hund behalten. Ja, dann behalte ich halt den Hund. Ist doch gar kein Thema. Krieg da hinten ein schönes, leckeres Körbchen. Immer ein Stückchen Schokolade. Das geht auch. Denkst du, Hunde fühlen sich bei mir nicht wohl? Aber Hunde sollen keine Schokolade. Aber ist auch mal es egal. Es gibt Hundeschokolade. Was gibt es denn Neues so in der Woche? Ja, was soll es Neues geben? Viel Stress, Stress, Stress. Spike, Spike. Ach, lass mal einfach ein bisschen rumlaufen. Der kann ja hier nichts anstellen. Ist ja nichts ja, da. Ja, dann. Ein bisschen an den Handtüchern lecken. Das wäre natürlich doof jetzt. Ne? Gut, das weiß ja keiner. Ach, wie nein. Kriegt doch keiner mit. Ja, was war die Woche los? Ja, mein Gott, was war die Woche für dich los? Da fragen wir doch mal so rum, bis hier schön reinkommen. Was ist denn mit dir? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Alles herrlich. Gut soweit, jawohl. Warte mal ganz kurz, bevor ich hast das du noch mal was? Vergesse. Ja, ich ach ja, Eierlikör. Oh, die Gläser werden aber auch mal, das musst du mal sauber machen. Das liegt aber jetzt an der, wie nennt sich das, wo die Gläser sauber gemacht werden, in der Maschine? Spülmaschine. Ja, die hat irgendwie ein Dings weg. Ein Dings weg? Ja, die dreht nicht mehr so richtig. Ich glaube, die geht nur noch auf 40 Grad. Da werden die Gläser nicht mehr. Ist ja auch nur für mich. Ach, hast du für mich denn gar nichts? Ja, du trinkst die ganze Zeit. Nächste Woche hätte ich gerne auch mal wieder was. Ja, ne? Was wolltest du denn haben? Ein Teechen oder ein Wässerchen. Lecker oder Teechen? Irgendwas, ja, du kannst auch ein Wässerchen haben. Nein, jetzt nicht. Ach, mein Gott. Ich hätte ein Wässerchen habe ich immer für dich gehabt. Ich weiß gar nicht, darfst du überhaupt so viel Wasser? Ich sollte Wasser. Ich finde, du bist auch ein bisschen aufgeschwemmt. So. Ich sag mal Prost. Prost. Ja, was war die Woche? Ja, weiß ich nicht, frage ich dich ja. Zum Beispiel Tempel, sagt ihr da was? Ja. Tempel. Versöhnungskirche. Ich wusste gar nicht, dass man die Tempel, ist das umgangssprachlich oder nennt man das wirklich? Die Tempel, das Tempel, ja, die hieß doch schon, warum der und so und die bekommt nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder ein Geläut. Eine Glocke? Ja, kein Gehänge. Ja, eine Glocke. Kein geläutet Gehänge, wieder. Ein nach immer 50 Geläute. Jahren. Ach, ich habe nie gewusst, dass die nie geläutet hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich da gar nicht wohne. Aber ich habe gedacht. Aber ich wohne doch da in der Nähe. Aber jetzt wirst du es aber hören. Es nicht. Doch. Doch. Ach. Ja, die kriegt jetzt zum ersten Mal richtig eine Glocke. Guck mal hier, da ist er wieder. Ja, ja. Guck mal, wo der hingeht. Mein Gott, darf gar nicht mehr hingucken. Ach, nur guck, ich guck. Herrlich. Nein, die, das finde ich jetzt sehr gut. Das macht man jetzt auch die ganze Zeit. Genauso wie ein Stückchen weiter. Ja. Der herrliche blaue Mond von Bleedinghausen. Ja. Haben wir ja erzählt, ist ja abgebaut. Richtig, richtig. Der aber wird wieder aufgebaut. Ja, hast du gehört? Ja. Ne? Ja, der wird wieder aufgebaut. Mit LED-Licht. Ja, hör mal. Dann mit ist auch mal ein blauer Mond von Bleedinghausen Farbe? Dann. Wahrscheinlich blaues LED-Licht. Oder unterstützt oder vom Aldi. Unterstützt vom Aldi. Ja, der ist ja auch blau. Also. Der Aldi ist farblich. Blau. Ja, farblich. Ja, Aldi ist blau-weiß. Blau. Du meinst Aldi Süd? Ich weiß es nicht. Was? Der ist doch nicht blau. Aber dass Aldi das überhaupt macht. Weil die hat ja so eine Angst gehabt, dass der den auf dem Dach kommt. Jetzt bauen die den, ich finde es schön. Jetzt ist mal auch ein kleines Wahrzeichen für da unten. Und wenn der dann noch leuchtet, kannst du das hier über, wenn du mal so einen Balkon hast, Tal, dann siehst du so ein blaues Teil. Oh, schön, ne? Herrlich.
Blaue Mond von Bliedinge, sehr schön. Finde ich also sehr schön. Wie sieht denn bei dir aus? Ich wollte dich eigentlich anmelden. Ja. Weil du bist ja jetzt kurz vor der Niederkunft, sag ich mal. Also kurz wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Aber da macht die Wiege, ja, die bereitet Eltern vor für die Kinder und Pubertät. Was? Was soll ich denn da jetzt? Ja, da kannst du gar nicht früh genug anfangen. Da kann man nicht früh genug anfangen, sein Kind drauf vorzubereiten. Das Kind ist doch niemals auf der Welt und dann soll ich schon einen Pubertätskurs. Da weißt du, wie viele Eltern sich schon Musik anhören, während das Kind noch im Bauch ist von Mozart. Ja, das ist doch mal was anderes. Machst du da auch? Ja, sicher. Sprichst du auch? Sprichst du jetzt schon? Ich spreche ja auch mit dem Kind, ja. Mein Gott, nochmal. Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Namen hat er noch nicht, aber es küht noch. Hat noch keinen Namen? Nein. Wie sprichst du denn an mit S? Hallo S, S du? Schnuckerle. Ach, nee, da kann ich, also, nee, das weiß ich nicht. Na, das musst du ja auch selber wissen. Ich wollte dich da anmelden. Nein, ich danke, auch gerne, das ist sehr liebevoll von dir, aber das brauchst du nicht. Finde ich jemand anders, der da mitmacht. Mein Gott, wäre schön gewesen. Naja, gut. So, und dann war ich natürlich unten noch schön unten am Markt, also ehemalig Markt, Markthalle, wo, wie heißt denn, am Brunnen unten. Da ist doch Lebenswerk, ne, Lebenshilfe. Mein Gott, wie heißt denn das jetzt? Die spenden doch da jetzt, mein Gott. Du meinst die Tafel? Ja, pass auf. Am 23. Nein. Nicht unten am Brunnen, oben am Brunnen. Die Tafel stellt doch da ab dem 9. Dezember, stellt sie doch da so ein Häuschen hin und da kannst du Lebensmittel spenden. Ja, genau das. Weil es immer mehr Bedürftige gibt. Ich habe ja immer genügend Lebensmittel im Haus. Immer. Ja, da kannst du die auch. Aber hier nicht deine Kottenwurst da von letzter Woche. Verpackte Sachen, ne? Nudeln. Ich stelle doch keine Kottenwurst. Ach, entschuldige mal. Ja, so ein Schlepp- und Eierlikör auch nicht. Doch, man kann eine Flasche Eierlikör, da freuen die sich auch drüber. Ja, natürlich. Ja, stimmt, finde ich eine schöne Sache. Nein, ich wollte dich einmal fragen, ob wir mal so ein Körbchen zusammenstellen. Können wir machen. Weil es gibt ja genügend Bedürftige, die da also mitmachen oder auch die was brauchen. Da stellen wir richtig was lecker zusammen. Richtig, genau. Und bringen das dann mal dahin. Da kannst du auch einen Erwin mit dazu stellen. Was glaubst du, was der sammeln würde? Den Erwin habe ich ja schon lange nicht mehr. Wie geht es denn dem Erwin? Gut. Hast du überhaupt noch ein bisschen Kontakt zu dem Menschen? Ja, nach dem Eisstockschießen habe ich erstmal nicht mehr so viel von dem gehört. Der war ein bisschen knatschig, aber ansonsten super. Weil er verloren hat. Weil er verloren hat. Ja, selbst in Schuld. Muss ein bisschen abnehmen. Ne? Wenn er rollt statt der Stock, das kann nicht sein. Ja. Der konnte sich ja nicht mehr stoppen, wenn man Masse einmal in Bewegung ist. Tina, ich musste lachen, das ging gar nicht. Ja, bestell mal schöne Grüße, wir werden ja bald mal wiedersehen, denke ich mal. Ich denke, der kommt nicht mal für einen kleinen kurzen Schnitt, kommt, er hat ja nicht mehr viel, da kommt er dann auch noch rüber. Dann machen wir das. Ich werde es erst mal sehen, dass wir hier zu der Frau Surbier gehen. Ich freue mich so tierisch mit dem Hund. Sehr herrlich, schön. Herrlich, doch, herrlich, ist doch nett. Wunderbar. Doch, den muss ich einfach haben. Okay. Und ihr einfach geben. Und ich hoffe, sie freut sich. Ja. Wenn sie es nicht freut, rufe ich dich an, muss sofort kommen, muss mich unterstützen. Das geht ja gar nicht. Oh. Herrlich, der Kleine. Guck mal, da ist er wieder. Ja, komm, hüpf, guck mal, wie eine Feder. Zack, jetzt weiß er nicht, wohin. Mein Gott, guck mal. Da liegt doch ein Leckerchen. Ach, jetzt könnte ich den aber so, zack. Ja, mach das mal nach, kannst du jetzt nicht. Das kannst du nicht. Nee, ich kann mir aber setzen. So, zack, wieder weg. Ja, sehr schön. Ede, okay. Ich wünsche dir einen schönen vierten Advent. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche, in alter Frische. Da ist schon Weihnachten. Ich hoffe, du hast alles Gott, zusammen. Geht aber auch schnell, oder? Nee, ich habe noch nicht alles dann zusammen. Dann gehen wir noch mal in die Stadt, unter der Herrenhuter Stern, ein bisschen spazieren. Ich habe leicht, das Hühnchen, der ist auch scharf. Ja. Dann machen wir das doch so. Ja? Ich halte dich am Laufen mit dem Hühnchen. Alles klar, am Laufen sag mit dem Hühnchen. Bis dann. Ne? Tschüss. Ciao.